Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Martin Guerrero und herzlich willkommen zu den ungefilterten, ungeschnittenen Wrestling News. Wir quatschen heute erneut über CM Punk, der wird wahrscheinlich nicht mehr zum Wrestling zurückkehren. Außerdem ist jetzt immer noch die Frage, wurde jetzt der Hund wegen dem Backstage-Vorfall verletzt oder nicht? Außerdem hat sich Tommaso Ciampa operieren lassen und vieles, vieles weiteres natürlich jetzt hier in den News. Gleich nochmal für die Leute, die mein Crown Jewel-Video nicht gesehen haben. Meine Cutterin ist aktuell im Urlaub und deswegen gibt es die Videos jetzt hier aktuell ungeschnitten, aber vielleicht sogar gar nicht so schlecht, denn bei Crown Jewel kam das eigentlich recht gut an und deswegen sollte das eigentlich auch so laufen. Aber es gibt jetzt hier keine krassen Einblendungen oder sonst irgendwas, wie es ja sonst vielleicht immer der Fall ist, weil ich das halt im Nachhinein nicht bearbeite, sondern einfach raus. Scheiße für euch. So, wir beginnen erstmal mit Tommaso Ciampa. Der ist aktuell verletzt, hatte eine Hüftverletzung und musste auch operiert werden, hat auch auf Instagram bekannt gegeben, dass seine OP erfolgreich war und dass er sich jetzt natürlich auf dem Weg der Besserung befindet und sich dann jetzt von seiner Familie pflegen lässt. Sehr interessant ist auch die Aussage, dass seine Frau, die bei der OP zugeguckt hat, was eigentlich auch schon creepy ist, aber okay, wenn die da Bock drauf hat, die hat nämlich gesagt, dass sein Hüftgelenk aussah wie Schweizer Käse oder so. Ist natürlich schon ziemlich krass, aber gut, dass das jetzt alles gefixt wurde und dass er dann auch irgendwann wieder in den Ring steigen kann. Wie lange jetzt die Pause ist, kann ich euch noch nicht sagen. Sollen wir mal abwarten, was da denn jetzt die Ärzte sagen. So, dann zum nächsten Thema und zwar zu The Kingdom, also die Gruppierung rund um Maria Kanellis, Mike Bennett und Matt Taven. Die waren ja bei Ring of Honor, sind zu Impact Wrestling gegangen und sind ja jetzt zuletzt bei All Elite gesehen worden. Und da gab es auch jetzt die Aussage, dass sie alle drei unter All Elite-Vertrag sind. Das Ganze jetzt auch über mehrere Jahre. Und das ist auch interessant, denn die WWE hatte natürlich auch großes Interesse an dieser Gruppierung. Und da gab es also auch wieder mal so eine Situation, dass halt die beiden großen Promotions quasi hier Interesse an diesen Leuten hatten. Und jetzt haben sie sich also für All Elite entschieden, bleiben da auch viele Jahre. Und das ist das Interessante, obwohl sie ja eigentlich Ring of Honor Leute waren, sind sie für All Elite eingestellt. Also sind jetzt nicht exklusiv Ring of Honor Leute oder Ring of Honor Wrestler, die dann halt für zukünftige Ring of Honor Shows, wenn das irgendwann mal an Weeklies kommen wird, die dann dafür eingesetzt werden. Das könnte man zwar auch machen, aber generell ist es hier so, dass man sie auch für All Elite haben möchte. Das heißt, die Verträge von allen werden dann also bis 2025 laufen, was natürlich schon ein ganz schön dickes Ding ist. Und ja, klingt also erstmal ganz geil und bringt dann auch erstmal hier wieder eine Entscheidung für die Wrestler eher in Richtung All Elite statt in Richtung WWE. So, dann geht's weiter mit dem Vorfall rund um Carl Anderson. Carl Anderson ist ja New Japan Pro Wrestling Never Openweight Champion gewesen oder nicht gewesen. Ich habe die New Japan Show am Wochenende nicht gesehen, denn wir hatten ja hier das Problem mit dem Doppelbooking und hier gab es noch die Aussage, dass Carl Anderson keine Lust hat, den Titel zu vakantieren, was ja New Japan gesagt hat. New Japan hat gesagt, wenn er nicht da ist am 5., was er ja nicht war, denn er war ja bei Crown Jewel, dann müssen wir eben den Titel vakantieren. Da hat er keinen Bock drauf gehabt, hat sich hier eigentlich damit vertreten, dass nicht kommuniziert wurde, dass an diesem Datum er an dem Tag halt da gebucht ist bei New Japan. Denn alle anderen Daten, die er von New Japan bekommen hat, die kann er angehen und die, da wird er auch da sein. Also sieht er überhaupt nicht ein, einen Titel irgendwie zu vakantieren. Werde ich euch auf jeden Fall dann noch informieren, wie man da jetzt weitermacht. Dann kümmern wir uns um The Elite. Wir gehen also wie immer zurück zu dem ganzen All-Out-Vorfall. Und natürlich wurde da ja jetzt rausgefunden, was da jetzt genau lief und so weiter, beziehungsweise hat man das Ganze versucht. Wir haben aber in einer der letzten Dynamite-Episoden ein Video gesehen von The Elite, also von den Young Bucks und von Kenny Omega, wo so alle möglichen Szenen von denen gezeigt wurden und sie so ein bisschen aus diesen Szenen rausretuschiert wurden. Also als würde man ihre History aus All Elite entfernen wollen. Das Wichtige daran ist aber, dass man sie überhaupt wieder irgendwie eingebaut hat, dass obwohl man sie quasi in dem Video entfernt hat, sollte aber nicht
präsentieren, dass man bei All Elite jetzt die rausnimmt, sondern eher im Gegenteil. Daraus wird man also jetzt irgendwas bauen, um die dann auch in den nächsten Wochen wieder mit einzusetzen. Hier können wir also davon ausgehen, dass das denn, dass diese ganze, der ganze Vorfall dann eher für die Young Bucks und für Kenny Omega entschieden wurde und gegen CM Punk, wenn man das so sagen möchte. Ja, Punk ist ja eh verletzt, theoretisch ist es egal, aber generell ist es erstmal so. Dann ein kurzer Abstecher zu den Ladies, denn wir hatten mal wieder die Pro Wrestling Illustrated Liste der 150 besten Wrestlerinnen unseres Planeten. Und da haben wir auch wieder einiges an Ladies gehabt, die wir natürlich aus den meisten Shows kennen. Aber wichtig ist, dass auf Platz 1 und auf Platz 7, also in den Top 10, zwei Damen von Stardom sind. Also die beste Wrestlerin der Welt ist Siru? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. S-Y-U-R-I. Manchmal spricht man das U aus bei den Japanern, manchmal nicht. Ich verstehe es auch nicht. Egal, auf jeden Fall. Die Dame, die hat, ist also die beste Wrestlerin der Welt. Und das ist halt ziemlich krass, dass die beste Wrestlerin der Welt nicht bei WWE, nicht bei All Elite oder sonst so ist, sondern halt in Japan. Für die Leute, die das so ein bisschen zumindest verfolgen, ist das eigentlich eine klare Sache. Aber trotzdem eigentlich sehr interessant. Platz 2 ist Bianca Belair, Platz 3 ist Thunder Rosa, Platz 4 Becky Lynch, Platz 5 Jade Cargill. Dann kommt Jordynne Grace von Impact Wrestling. Dann haben wir Saya Kamitani, also auch eine Asiatin von Stardom. Und Platz 8 ist Charlotte Flair, obwohl sie in der letzten Zeit nicht viel gemacht hat, aber trotzdem. Und dann haben wir Starlight Kid und auf Platz 10 Taya Valkyrie. In diese Liste kommen ja immer viele Sachen rein. Wichtigkeit in der Promotion, Siege, Niederlagen, Titel und so weiter und so fort. Deswegen geht es da nicht hauptsächlich um, jo, wer ist die bekannteste oder so, sondern eher halt wirklich die Leistung und halt teilweise aber auch die Booking-Entscheidung, weil selbst wenn du die Beste bist, aber immer nur verlierst, würdest du da trotzdem nicht hochstehen, aber egal. Ja, auf jeden Fall das zu der Pro Wrestling Illustrated Damenliste. So, dann nochmal eine Aussage, wie es denn jetzt eigentlich mit den Feiertagen aussieht, denn wir wissen, wir haben jetzt November und damit stehen wir kurz vor den Holidays, also vor den Weihnachtstagen, dann halt im Dezember und gerade über Weihnachten will man natürlich bei der WWE jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit das so machen, dass es halt immer wieder Live-Shows gibt, weil ja die Wrestler auch mal ganz gerne vielleicht über Weihnachten ein bisschen frei haben wollen und ein bisschen Zeit mit der Familie verbringen wollen. Und deswegen hat man sich dazu entschlossen, dass man die SmackDown-Episode vom 23. Dezember, die wird man am 16. Dezember schon aufzeichnen, die wird also nicht live sein. Bei NXT wird die Live-Episode sein am 6. Dezember und am 13. und am 14. wird man dann für die darauffolgenden NXT-Episoden tapen, also für den 20. und 27. und dann am 6. Januar wieder live gehen. Also die haben eine wirklich längere Pause. Also vom 14. bis zum 6. haben die da also keine Tapings, was halt ganz cool für die NXT-Leute ist. Bei Raw ist es nur einfach noch ein bisschen komisch, denn es gab noch keine fixe Aussage darüber, ob bei Raw jetzt die Episode vom 26. Dezember, ob die denn ausgestrahlt, also ob die live sein wird oder nicht, denn eigentlich wurde für diesen Abend auch keine Pause den Wrestlern gewährt oder Ferien oder sonst irgendwas, sondern Raw wird ein Live-Event an dem Abend haben, also keine Live-Raw, sondern nur ein ganz normales Live-Event. SmackDown hat aber an dem Abend auch nicht frei, weil die haben auch ein Live-Event, im Madison Square Garden sogar. Also super komisch. Wir können also eher davon ausgehen, dass die Raw-Episode vom 26. Dezember getaped wird, vorher schon. Aber das heißt nicht, dass dann die Wrestler alle frei haben. Denn am 26. Dezember sind also für Raw und für SmackDown schon Live-Events angesetzt. Also lange Urlaubszeiten sind da also nicht eingeplant. Ja, soweit auf jeden Fall das. Und dann kommen wir nochmal zur Hauptnews und zwar zu CM Punk. Denn aktuell, gerade wegen diesen ganzen Recherchen, wegen den ganzen Problemen bei All Out, geht man nicht davon aus, dass CM Punk wieder zurückkehren wird.
Es ist so, dass es noch so ein paar Probleme mit CM Punks Hund gab, denn es gab einige Aussagen, die gesagt haben, dass CM Punks Hund bei diesem Vorfall verletzt wurde, denn wir erinnern uns, es war so, dass die Young Bucks die Tür eingetreten haben, um in den Lockerroom von CM Punk zu kommen. Und in dem Raum war halt auch der Hund Larry, also sein Hund Larry, also von Punk. Und der soll wohl irgendwie die Tür so ein bisschen abbekommen haben, weshalb sich einer seiner Zähne gelockert hatte. Der musste dann also vom Tierarzt entfernt werden, der lockere Zahn, musste also quasi operiert werden, wenn man das so sagen möchte. Und die Tierarztuntersuchung war aber ohnehin angesetzt. Also auch ein bisschen schwierig, das kam dann halt bei der ohnehin angesetzten Tierarztuntersuchung kam das halt dann erst raus, aber es ist halt trotzdem so erstmal die Aussage. Trotzdem gab es super viele Stimmen, die dann halt gesagt haben, dass diese Aussage, dass der Hund Larry die Tür abbekommen hat, einfach eine strikte Lüge ist und daran einfach nichts Wahres dran ist. Hier geht man also eher davon aus, dass die Story also eher fake-mäßig gespreadet wurde, um sich irgendwie ein bisschen ins gute Licht zu stellen, denn Punk hat diese Nachrecherche quasi einfach verloren. Ne? Die Young Bucks sind jetzt also wieder auf dem Weg zurück in die Shows und CM Punk wird wohl nicht wieder zurückkehren. Dazu kommt auch noch die Aussage von einigen All Elite Wrestlern, die gesagt haben, sie möchten mit Punk nicht mehr im Ring stehen. Darunter auch Chris Jericho. Und der hat ja nun wirklich einen großen, guten Ruf bei All Elite im Backstage-Bereich. Wenn der schon sagt, hey, ich will mit Punk hier nichts mehr zu suchen haben, der ist einfach nur schwierig im Locker-Room, einfach wegen seiner Einstellung her. Egal, wie toll er in den Shows ist oder wie schön er vor den Kamera performt oder Einschaltquoten zieht, das, was Backstage passiert, steht in keinerlei Relation und kann man nicht gebrauchen. Das heißt, Jericho weigert sich schon, mit Punk zusammenzuarbeiten. Und das könnte auf jeden Fall das Todesurteil quasi für CM Punk bei All Elite sein. Punk ist aktuell noch verletzt, deswegen muss man das jetzt noch nicht offiziell rausbringen. Aber aktuell geht man davon aus, dass CM Punk nicht wieder bei All Elite zurückkehren wird. Und dass es das dann damit gewesen ist. Die Gerüchte, dass er vielleicht dann zur WWE gehen könnte, auch natürlich schwierig. Ich gehe auch hier nicht davon aus, dass Triple H großes Interesse an CM Punk hat, denn auch aufgrund der gleichen Sache. Jo, der bringt Einschaltquoten, aber der bringt halt auch gleichzeitig super viel Stress mit sich. Und keiner will Stress. Deswegen, ja, sicherlich eine schwierige Sache. Könnte also hier denn wirklich auch das Ende der Wrestling-Karriere von CM Punk sein, das wir eigentlich schon mal hatten, aber dann irgendwie doch nicht. Und jetzt steht es aber doch wieder kurz bevor. Also aktuelle Situation sieht so aus, dass CM Punk nicht wieder zurückkehren wird. Ja, mal gucken, ob da vielleicht noch irgendwelche Entschuldigungen kommen oder sowas. Vielleicht kann man da nochmal was drehen. Aber Stand jetzt ist erstmal so. Das war's dann erstmal mit dem News-Update für heute. Deswegen gerne ein Auge da lassen. Lasst ein Auge da. Aktiviert die Glocke. Werdet Abonnent. Werdet Kanalmitglied, um mich zu unterstützen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht nicht mehr so dolle. Haut rein und ciao.